Der Söder hat ja dieses Jahr das Kiffen verboten hier auf dem Oktoberfest. Ja. Aber das Anschauen nicht? Wohl nein. Das nicht, man darf einfach draufschauen. Ne? Einmal kurz für die Kamera, Söder, was machst du jetzt? Nee, das machen wir nicht. Was war die krasseste Erkenntnis, die Sie je auf einer Drogenzeremonie erlangt haben? Ich war doch nie auf der Drogenzeremonie. Ja, ich meine hier, die Alkoholzeremonie hier. Findest du Drogen? Alkohol ist, will ich schon sagen, eine Droge. Ich dachte, es wäre immer ein Grundnahrungsmittel. Aber LSD ist auch ein Grundnahrungsmittel. Weiß ich nicht. Was war die krasseste Erkenntnis, die Sie je auf einer Drogenzeremonie hatten? Ich hatte noch keine. Also, meine Droge ist ja auch Bier. Ja, Bier. Bier. Und was war da die krasseste Erkenntnis? Wenn man zu viel trinkt, ist die Leber nicht ganz einverstanden. Okay, lass mich mal drüber nachdenken über diese... Ja, stimmt eigentlich so. Stimmt, ja. Sind Sie sonst auch so sehr philosophisch unterwegs? Manchmal, das müssen andere beurteilen. Ja, ja, genau. Es war so erinnert mich so ein bisschen an Kant, so von der philosophischen Ader her, so dass man mit der Leber und so... Wir sind Sportschützen, wir trinken kein Alkohol. Ah, Sportschützen so. Auf welcher Droge kann man am besten zielen, wenn Sie Sportschütze sind? Nüchtern. Nüchtern? Aber haben Sie schon mal mit Koks probiert? Könnte ich mir vorstellen, dass das... Nein, Crack generell nicht. Crack generell nicht? Sportschützen trinken nichts. Wissen Sie, über solche Sachen darf ich einfach nicht reden. Wegen Ihren Eltern? Nee, wegen meiner Arbeit. Aber Sie können ja über Ihren 1S-LSD-Konsum reden, weil das ist ja legal zum Beispiel. Das dürfte man hier machen, weil das hat der Söder hier nicht verboten. Ja, aber ich konsumiere eher die Masse als Cannabis. Eine krasse Erkenntnis, dass Leben auch schön sein kann. Ah, okay, und durch welche Droge war das? Unter Gras. Unter Gras? Ja. Wie viele Leute sterben jedes Jahr am LSD-Konsum? Viele, zu viele. Und was finden Sie, könnte man tun, um die LSD-Totenzahl zu halbieren? Puh, schwierig. Verbieten ist meistens noch schlechter, weil dann holen die Leute sich auf illegale Weise und dann kommen sie meistens an so Sachen, was eigentlich dann gar nicht mehr so sauber ist, wo man dann noch mehr Toten durchkriegt. Ja. Und was denken Sie, könnte man machen, so zum Beispiel, um durch die Zahl der LSD-Toten zu teilen? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil halt schwierig ist, durch Null zu teilen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Wenn man es verbietet, ist nicht gut. Wenn man es erlaubt, ist nicht gut. So, verbieten und erlauben gleichzeitig. Ja. Und wie viele sterben jedes Jahr am Alkoholkonsum in Deutschland? Weiß ich nicht. King Kornberg Storm ist dran. Ja, ich auch nicht. Dann ist wahrscheinlich keiner, oder? Nee. Aber was glaubst du, wie viele Leute bekommen jedes Jahr durch Alkohol die Erleuchtung? Vielleicht ganz viele. Ganz viele. Schau doch hier, schau dir um. Ja, ja. Die glühen alle hier. Ja, genau, die Erleuchtung. Und was ist die Erleuchtung? Das Bier. Der Söder hat ja dieses Jahr das Kiffen auf dem Oktoberfest verboten, gell? Ja. Genau, aber mitnehmen hat er nicht verboten, gell? Nee. Er hat es nicht verboten, es mitzunehmen. Ja, ja. Anschauen ist erlaubt. Ja, darf ich. Anschauen ist erlaubt. Wollen Sie mal riechen? Nein. Also mitnehmen darf schon, mitnehmen aber hier einfach rauchen zu rauchen darf man nicht. Findest du gut vom Geruch her? Gute Qualität? Sehr stark auf jeden Fall. Sehr stark, ja. Aber anschauen darf man es. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Oh wow. Oh, ist es Bio? Ist es Bio-Qualität? Ja, das ist tatsächlich aus der Apotheke. Sehr schön, sehr schön. Heiner? Hallo, Heiner. Komm mal her. Jetzt musst du mal riechen. Ist es das? Und wie finden Sie diesen Geruch hier? Ein Traum. Ein Traum. Ist ein Traum. Ist ein Traum. Sehr schön. Hey. Sehr gut, oder? Jo! Was? Alter, hör mal, da muss jemand von euch vorbeikommen. Jungs, check das mal aus. Was soll das? Ja, nicht gut. Ist Hopf oder was? Aber nur anschauen. Tja, was machst du jetzt, Söder? Einmal, was machst du jetzt, Söder, an die Kamera? Der Söder hat ja dieses Jahr das Kiffen verboten auf der Wiesn. So. Genau. Ja, aber zu Hause, so regelt ihr das so. Und er hat ja das Mitnehmen hat er ja nicht verboten, gell? Genau. So, schauen Sie mal. Lecker, sehr lecker. Wollen Sie mal riechen? Ja, klasse. Sehr gut. Okay. Sehr gut medizinisch. Was war die krasseste Erkenntnis, die Sie je auf einer Drogenzeremonie hatten? Dass es unheimlich lustig ist. Und die Leute sind alle begeistert und die befreit. Zeit so langsam vergeht. Sehr gut, sehr gut. Ich sage nur eine Aussage dazu, lieber saufen wie kiffen. Weil? Weil saufen macht die blöd
Aber es ist besser wie kiffen. Weil? Weil es so ist. Das ist meine Meinung dazu. Lieber sauf ich am meisten mehr, bevor ich das Kiffen anfange. Ja, aber was ist, wenn man noch so 2CB mit in den Mix reinwirft? So Kiffen, Alkohol und 2CB. Wärst du dann immer noch am liebsten bei Alkohol? Ich bin immer bei Alkohol. Okay, welche Droge müsste ich jetzt noch so quasi in die reinwerfen, in die Auswahl, dass du sagen würdest, das würdest du Alkohol vorziehen? Wenn ich so zu Koks dazu... Ich bin und bleib beim Bier. Du kannst kiffen nicht mit Hütten, das ist leider so. Okay, aber was ist, wenn ich dir 1 Euro zahlen würde, dass du keinen Alkohol trinkst? Müsst du dann? Für 1 Euro kann ich nicht zahlen. Okay, wie viel müsste ich dir zahlen, dass du keinen Alkohol trinkst? Wie viel, dass du mir zahlst, dass ich keinen Alkohol nicht trinke? Das muss eine ganz hohe Summe sein. Mhm. Ich nehme keine Drogen. Was ist Ihre Meinung zu Mischkonsum? Von mehreren Drogen mischen? Ich bin da nicht dabei, weil mir reicht Bier. Also von daher. Take Bier every day sozusagen. So, ja. Mach ich auch jetzt. 1-2 Bier jeden Tag. 1-2 Bier jeden Tag. Ja. Und da hat man auch keine negativen, nur Vorteile. Ich denke schon. Bier ist in Bayern Grundnahrungsmittel und gehört zur Gesundheit. Genau, zur Gesundheit. Was hat man da für so gesundheitliche Vorteile, wenn man Bier jeden Tag trinkt? Zur Grundnahrungsmittel. Weil es ja desinfiziert, das ist ja auch ein gesundheitlicher Vorteil. Ja. Die einen trinken Wein, die anderen Bier. Genau, das ist so, wenn man eine Wunde hat oder so, einfach ein Bier trinken und dann ist die Wunde weg. Weiß ich nicht, bin kein Arzt. Ja. Sich jedes Jahr aufs Neue wieder kreative Fragen fürs Oktoberfest-Video einfallen zu lassen, ist sehr teuer. Also gönnt euch was aus meinen Shops, damit wir uns auch nächstes Jahr wieder neue Fragen leisten können. Zum Beispiel den Projektor 3000, dessen Projektion ihr gerade hier im Hintergrund seht. Tatsächlich hatte ich für dieses Video eigentlich einen Sponsor, der mir 3000 Euro gezahlt hätte, aber irgendwie konnte ich dann doch nicht so hinter dem Produkt stehen und wollte euch das nicht andrehen. Ich will euch nur geile Produkte andrehen, wie dieses Ding. Was war die größte Erkenntnis, die Sie je auf einer Drogenzeremonie erlangt haben? Ich habe mir gedacht, das ist nicht die richtige Richtung. Was war das für eine Substanz? War, glaube ich, eine Mischung von allem. Auch so psychedelisch, so dass man nichts mehr versteht, so ein bisschen? Naja, ich habe ja alles verstanden, aber die Welt um mich herum schien mir nicht alles zu verstehen. Genau, also andersrum. Man hat alles verstanden und denkt man so, hä, warum checken die anderen was nicht ist, die Wahrheit? Was ist mit denen los? Ja, ja. Ja, genau so. Ja. Der Söder hat ja dieses Jahr auf dem Oktoberfest das Kiffen verboten, ja? Ist das ja. So? Ja? Ja, richtig. Finde ich richtig? Ja. Er hat das Kiffen verboten, aber das Mitnehmen hat er nicht verboten. Ach so. Und mir ist Esther gewusst. Mitnehmen hat er nicht verboten. Wollen Sie mal riechen? Ja, ich weiß nicht, sowas riecht, aber nein, danke. Okay. Was war die krasseste Erkenntnis, die Sie je auf einer Drogenzeremonie erlebt haben? Ich war noch nie auf einer... Ja, aber hier, ich meine jetzt hier die Alkoholzeremonie hier. Nein, so schlimm ist jetzt auch nicht, wie alle immer tun. Ja. Weil dann speimst du halt und dann ist wieder gut. Ich sag ja nicht, dass es schlimm ist. Es ist ja nicht schlimm, es ist ja nicht schlimm. Wie viele Leute sterben jedes Jahr am LSD-Konsum so? Ja. Ich habe noch nie LSD, ich würde niemals Drogen nehmen. Ja, also du müsstest das erst nehmen, um zu wissen, wie viele Leute daran so durchschnittlich sterben. So. Ja, so, hast du schon mal LSD genommen? Damit so als haben Sie schon mal LSD genommen? Ja, das eine oder andere Mal. Haben Sie schon mal LSD genommen? Er schon, ja, Sie auch. Ja, sind Sie aus Berlin? Genau, ich lebe jetzt in Berlin. Ich würde niemals Drogen nehmen. Niemals. Okay, niemals Drogen, so eher. Bist du eher der nüchterne Typ? Ja, auf jeden Fall. Ich rauche Zigaretten und ich trinke Bier, aber ich würde niemals. Aber du bleibst beim Biertrinken aber dann nüchtern. Du strengst dich an, beim Biertrinken nüchtern zu bleiben, ja? Meine Freundin ist hier und meine Freundin passt auf mich. Niemals, niemals Drogen nehmen. Die hilft dir dabei auch, dass du dann bei dir von dem Bier gar nichts merkst und dann trotz des Trinkens nüchtern bist? Nein, sie gibt mir immer nur Schlaftabletten. Aber wenn sie mir 3 Schlaftabletten gibt, dann frage ich schon nach. Und dann bin ich so, hey, wieso gibst du mir nicht nur eine, sondern 3? Und sie gibt mir 3 und ich so, schluck. Okay, der Söder hat ja dieses Jahr das Kiffen auf dem Oktoberfest verboten. Ist so ein Comedian. Na, kenn ich nicht. Der hat ja aber trotzdem als Comedian Kiffen verboten. Was sagen Sie dazu? Was ist Kiffen? Habt ihr kurz Zeit für eine sehr gute Frage? Nein, Open Mind! Ja. Warte kurz, ich bin Vater. Open Mind, erzähl. Bro. Erzähl. Wie geht ihr mit dem Kiffverbot von Söder hier auf dem Oktoberfest um? Kiffen. Das ist richtig gar gut. Nicht. Kiffen. Regeln sind gut und Cannabis ist scheiße. Keine macht den Drogen. Keine macht den Drogen. Ja. Und was soll die Macht dann gehen, wenn nicht an die Drogen, an den Söder? An den Söder. An den Alkohol. Also ihr seid so generell gegen Drogen? Generell. Alles außer Drogen. Also Tabak. Tabak und Alkohol ist in Ordnung.
Alkohol ist Kultur. Was aber denn, ist was alles, was Kultur ist, gut? Nein. Ja, nein, aber ja. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Nazis sind gut, ist auch gut relativiert, aber trotzdem große Scheiße, die Nazis, weißt du? Aber was sind die größten Nachteile an Nazis? Ist das mal so? Diese Menschenfeindlichkeit. Rechter Populismus. Niemand möchte Menschen. Alle sind doch so, wie sie sind, in Ordnung. Weißt du? Aber was mit den Nazis, die finden, dass alle so in Ordnung sind? Was hast du dann noch für Argumente? Aber es gibt ja keine Nazis, die alle finden, dass alles in Ordnung ist. Ja. Ich finde, jeder soll so sein, wie er will. Es ist mir alles egal. Jeder kann nur haben, was er will. Jeder kann machen, was er will. Was mit denjenigen, die nicht das machen wollen, was sie wollen? Mit seinem Peps? Bro, die Frage macht nicht mehr Sinn. Du hast gefragt, was ein Nazi scheiße ist. Ja, genau. Was alles? Dass diese rechter Populismus ist ein Nazi scheiße. So. Es ist doch kein Grund, Leute auszugrenzen, nur weil die aus meinem Land kommen. Das ist ja schon mal falsch. Und wäre zum Beispiel jetzt der Holocaust auch was, was man gegen die Nazis verwenden könnte, so als in der Argumentation? Der Holocaust war scheiße, Punkt. Genau, also das wäre was so eher Anti-Nazi. Also es wäre jetzt kein Argument dafür, für die Nazis. Wir sind gegen Nazis, Punkt. Bro, kein Recht, bitte nicht. Kein nichts Rechtes. Nichts Rechtes. Nein. Jeder kann so sein, wie er will. Bro, chill. So, weißt du? Genau. Trans, Homo, egal was. Ja, was sie wollen. Hauptsache korrekt. Was glaubt ihr, wie viele Nazis sterben jedes Jahr am LSD-Konsum? Ist mir scheißegal, Hauptsache sie sterben, die verfickten Nazis, Digga. Scheiß Nazis! Ja, würdet ihr sagen, dass die Nazis auch ein bisschen voller Hass sind? Ja. Natürlich, die hassen alles! Nazis können sterben, wie sie wollen, Digga. Hauptsache Nazis sind tot, Digga. Ich hasse Nazis, Punkt. Ja. Wir hassen Nazis, das ist ein journalistischer Trick. Ein journalistischer Trick, ja? Glaubt ihr im Nachhinein schneidet es so, dass ihr dann pro Nazis bin? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, wirklich. Ja, okay. Glaubt man, ich sag's ehrlich, weißt du, ich habe eine Meinung im Leben, weißt du, es gibt drei Sachen, wovor ich Angst habe, ne? Ungewollte Schwangerschaft, Herpes und Nazis, Digga. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir hassen Nazis und Punkt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Open Mind. Yo. Ich finde deine Videos gut, mach weiter danke, so. Danke. Teste weiter viele Drogen. Ja, du bist ein geiler Typ. Du bist ein Held dieser Nation. Ja, ich bin ein Held dieser Nation, ja, sehr gut. Wir erwarten einen Haufen Besucher fürs Weinfest in Höfen. Wir machen das ganz traditionell, nicht so wie spielt ihr da auch Gore oder so, weil ich höre so Gore? Nein. Ganz normal, ein Weinfest, ganz gemütlich, auf alte Tradition. Aber halt elektronische Musik schon auch? Nein, auf gar keinen Fall, das gehört da nicht hin. Also wie viel BPM muss sozusagen so Dorffestmusik haben? Das brauchen wir alles nicht. Nee, aber wie viel BPM das würdest du sagen? Nicht. Was würdest du sagen, wie viele Leute sterben jedes Jahr an LSD-Konsum? Boah, auf der ganzen Welt? Ja. Das kann ich gar nicht einschätzen. Ach du Scheiße. Schätze mal ab einfach. Voll schwierig. 1000 nur? Ich hätte mehr gesagt. 45.000, das ist auch viel zu wenig. Ich würde sagen, 45 ist zu wenig. Kannst du auflösen? Ja, ich kann es auflösen. Null. Null? An LSD-Überdosis kann man nicht sterben. Oh mein Gott. Der hat mich hops genommen. Was würdest du sagen, wie viel sterben an einer Pilzüberdosis jedes Jahr? Sagst du jetzt auch null? Ja. Ja. Okay. Heroin? An Heroin kann man aber sterben, oder? An einer Überdosis? Ja. Dann machen wir da 45. Aber nee, das sind bestimmt mehr. Nee, da kann man auch nicht dran sterben, Mann. Heroin. Das war ein Joke. Da kann man sterben, aber da weiß ich die Zahl gar nicht. Der Söder, der hat ja dieses Jahr das Kiffen verboten auf der Wiesn, gell? Aber vom Mitnehmen hat er nichts gesagt, gell? Achso, vom Mitnehmen. Sehr schön, gell? Habe ich es einfach mitgenommen. Aber wollen Sie mal riechen? Na, das ist sehr gute Qualität. Ich bin nicht drauf, was da brauche ich das nicht. Okay, aber Sie können es auch in Edibles machen. Ja, so. Das passt schon. Wie viele Leute sterben jedes Jahr am LSD-Konsum? Das kann ich dir nicht sagen, aber bestimmt viel. Ja, so eine grobe Schätzung hier weltweit. 2%. 2% der Menschheit. Oder? Wie viele Schlägereien müsstet ihr schon auflösen? Bis jetzt? Ja, hier auf Oktoberfest. Das geht jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag einen? Jeden Tag. Also mindestens eins, zwei. Ah, du bist von Open Mind. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich kenne deine Videos. Was war das Krasseste, was du je auf einer Drogenzeremonie gelernt hast? Dass wir nicht unsere Gedanken sind. Oh, das ist ein starker. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. 100 Punkte dafür. Dafür braucht man keine Drogen, da kann man auch Eckhart Tolle einfach lesen. Genau. Eckhart Tolle, auf welcher Substanz hast du das nochmal festgestellt auch? Das ist jetzt, also diese Bekannte aus Südamerika, die. Man erkennt. Dass das alles hier nur eine Simulation ist. Sehr schön. Ja. Auf welche LSD-Droge war das LSD? Ich glaube, das war Ayahuasca. Sollte es auch mal so Feste geben
für Ayahuasca, so Ayahuasca-Feste? Nee, in dem Stil überhaupt nicht. Nee, das muss intim und klein sein, dass man sich sicher fühlt. Sonst, weil nicht jeder verträgt es ja so gut. Also man kann das nicht einfach mal so schnell. Das ist mehr so, man fastet ein bisschen und dann bereitet man sich ein bisschen vor. Man hat dann auch leckeres Frühstück nachher und so. Was für Einsichten hast du denn erkannt? Auf solchen Substanzen merkt man, dass eigentlich jeder Moment absurd ist. Wenn man, absolut. Wenn man genau drüber nachdenkt. Ja, man sollte es nie so ernst nehmen. Ja, genau. Auf keinen Fall. Ja, das ist alles easy und... Wie viele Leute sterben jedes Jahr am LSD-Konsum? Null, glaube ich, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe deine Videos. Ja, sehr gut. Bewusstseinserweiterung, glaube ich, ist Drogenkonsum ganz, ganz cool, um es mal auszuprobieren, aber erst, wenn man erwachsen ist. Aber um sich glücklich zu fühlen, ist es nicht notwendig. Also jeder, der irgendwie unzufrieden ist und zu Drogen greift, tut es nicht, lass es einfach sein.